So, da sind wir wieder zurück und weiter geht's. Stefanka. Oh, ach du Schalaleise. 1, 2, 3. Hier ist hier einfach mal noch gar nichts. Alles leer, schön. Okay, VIP. Hier rennt der los. Seht euch das an. Das nenne ich stilvoll. Schönes Schiff. War das der Lohn eures feigen Meisters für den Mord an Lord Gratans Sohn? Das kann ich weder bestätigen noch bestreiten. So ist das also. Ein wahrer Sith steht stolz zu seinen Taten. Ich werde mich mit eurem Tod rühmen. Wollt ihr mich zu Tode langweilen? Ich gebe zu, ihr zeigt Mut. Ich bin Lord Gratans bester Attentäter. Mich schickt er zu denen, die am schlimmsten leiden sollen. Ich bin hier, um euch zu töten, weil ihr den Sohn meines Meisters ermordet habt. Zeit, euch das Maul zu stopfen. Dies sind die letzten Worte, die ihr je hören werdet. Worte, die ich je hören werde. Ja, alles klar. Ich glaube, ich höre noch ein paar Worte mehr. So, dann betreten wir mal unser Schiff. Nicht schlecht, Herr Specht. So, jetzt bin ich an Bord meines Raumschiffes. Der Herr ist gleich an Bord gegangen. Ah. Ich musste erst noch kämpfen. Oh, ich grüße Sie. Ich bin 2VR8. Ja, aber wenn du jetzt wirklich mal... Also. Sie müssen mein neuer Herr sein. Ein netter, freundlicher Herr. Was bist du für ein hässlicher Droide? Ein eigener Droide ausgezeichnet. Abwarten, was kannst du genau? Wie lautet deine Kampffunktion? Was? Immer schön langsam. Welche Funktion übernimmst du auf meinem Schiff? Ich bin für eine Vielzahl von Funktionen programmiert. Darunter unter anderem die Zubereitung von Mahlzeiten. Ich habe gerade mal nachgeschaut, es gibt 30 Planeten. Und Etikette. Willkommen an Bord dieses imperialen Abfangjägers der Fury-Klasse. Einem vielseitigen Schiff, das die Manövrierfähigkeit eines Raumjägers mit einer Bewaffnung kombiniert, die auch größeren Militärschiffen trotzt. Sie finden hier alle gewohnten Annehmlichkeiten sowie einen eigenen Kapitänsspind für die Aufbewahrung von Wertgegenständen. Die Astrogationskonsole enthält eine ständig aktualisierte Karte der bekannten Galaxis. Die interstellare Kommunikation wird über das Holo-Terminal des Schiffs aufgerufen. Wichtige und nützliche Hinweise finden Sie in der imperialen Holonetz-Konsole. Und über das Intercom des Schiffs können Sie Ihre Crew über neue Befehle informieren. Haben Sie noch Fragen?
Kannst du überhaupt kämpfen? Ich bin bereits bereit aufzubrechen, das reicht. Hör auf, mir das Schiff zu verkaufen und steh mir nicht im Weg rum. Ich verspreche, die Konversation zukünftig auf essentielle Informationen die Antwort ist geil. Vorzeitige Deaktivierung gehört nicht zu meinen Befehlen. Ich bedauere, dass ich sie im Kampf nicht unterstützen kann. Aber mein Gestell würde dem Stress nicht standhalten. Sollten jedoch Probleme auftreten, die unter ihrem überlegenen Niveau sind, zögern Sie nicht, sie mir zu melden. Meine Funktion ist es, Ihnen zu dienen. Geil, man kann ja richtig in seinem Schiff rumlaufen. Wenn Sie bereit sind, aufzubrechen, rufen Sie die Sternenkarte auf der Brücke auf. Sie wird die gewünschten Astrogationskoordinaten programmieren und die Triebwerke aktivieren. So, dann gucken wir uns mal das Schiff an. Hier war Intercom. Was macht das Intercom? Eike, Petrum und Kars. Ja, und? Geht nicht. Geht nicht auf. Schlafbereiche? Okay. Meiner unwürdig. Arztkammer. Hier haben wir das. Oh, das ist meins. Oh ja. Das ist meins. Holoterminal. Fort von Drum und Kars. Was ist das? Ah, hier ist der Ausgang. Was ist das? Fett? Okay. Ich sag nix. So, Lager. Hier können wir Sachen drin lagern. Nice. Du bist sofort 80 Lager umsonst. Mit Kartellmünzen kannst du. Schön. Ja, ich hab ja auch noch. Könnte mir regulär die Kartellmünzen kaufen. Aber. Nö. Nice. Stuhl. Stuhl des Captains. Stuhl. Was? Ja, ich bin gerade im Cockpit. Ich kann die Stühle anklicken. Aber jetzt mal wirklich. Drück mal bitte L. Und dann, welche Aufgabe steht bei dir jeweils? Fort von Drum und Kars. Wie, Fort von Drum und Kars? Es steht nur Fort von Drum und Kars. In beiden. Wie in beiden? Ich hab mehr als eine Quest. Was hast du gemacht? Ich hab zwei Hauptquests. Eine, die mich halt nach Nashadar leitet, und eine, die mich halt nach Balmora leitet. Ich hab nur Fort von Drum und Kars, benutze das Solo-Terminal deines Schiffs, aber jetzt tue ich erst einmal Kommando der Imperialen Flotte anklicken. Flugkommandant Tirol, mein Sith Lord. Wenn ihr ein Schiff habt, könnte ich eure Hilfe gebrauchen. Die Republik wird immer dreister. Ihre Angriffsstaffeln greifen imperiale Einheiten aus dem Hinterhalt an. Und verschwinden dann wieder im Weltraum. Wir können kaum mithalten. Wir müssen die Republik daran erinnern, wer über die Galaxis herrscht. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, mein Sith Lord. Ich habe die Kars 23 und die Sturmstaffel mobilisiert. Aber das reicht nicht. Wir bilden eine exklusive Vergeltungsstaffel. Die Streiter des Imperators. Wenn ein so mächtiger Sith wie ihr die Staffel anführt, werden wir die Republik in Rekordzeit schlagen. Jetzt wird sich zeigen, wozu Sith in der Lage sind. Ausgezeichnet, mein Sith Lord. Euer Codename lautet Gewitter. Ich übermittle die Missionsdaten an euer Schiff. Ihr arbeitet allein, während der Rest der Staffel in der ganzen Galaxis einspringt. Kämpft mit Zorn. Kämpft für das Imperium. Okay. Raumkampf. Jabim Eskorte. Steht dir das gibt nicht wirklich viel, außer
Schiffspanzerung ersten Grades, das und eine Flottenauszeichnung. Och, scheiße, warte mal, benutze die Sternkarte deines Schiffs, um die Eskorte zu finden und schließlich. Ich hoffe, das ist nicht wieder so eine Mission wie mit. Warum kann ich das doch mal anklicken? Ah, Raumkampf. Hier habe ich jetzt alle Raumkampfmissionen. Kurz gesagt, wir werden jetzt komplett auf unterschiedliche Planeten geleitet. Unsere Wege kreuzen sich jetzt hier nicht mehr so schnell, glaube ich. Muss nicht sein. Ich habe jetzt erstmal die ganzen Raumkampfdinger angenommen, damit ich mein Raumschiff aufwerten kann. Ich gucke mir jetzt mal das Holoterminal an. Ich muss mich kurz mieten. Ich nehme an, du bist mit dem Raumschiff zufrieden. Es ist ein herausragendes Schiff. Ich hoffe, es wird dir gute Dienste leisten. Es gibt viel zu tun. Meine Interessen müssen gewahrt und meine Feinde vernichtet werden. Norman Carrs Bemühungen, meine Spione zu entlarven und dem Jedi-Rat die Macht seines Padawans zu beweisen, müssen scheitern. Du wirst voll und ganz in dieser Aufgabe aufgehen. Die Gefahr macht die Sache erst interessant. Die Informationen, die wir von diesem republikanischen Agenten erhalten haben, werden uns leiten. Wir wissen, dass unser Spion auf Nar Shaddaa überwacht wurde. Wir wissen, wo diese Padawan-Schülerin gefunden wurde, wo sie ausgebildet wurde und dass die Jedi jemanden geschickt haben, um meinen Spion auf Balmorra zu entlarven. Der Padawan muss aufgespürt und vernichtet werden. Aber zuerst musst du mein Netzwerk schützen, indem du meine Spione auf Balmorra und Nar Shaddaa zum Schweigen bringst. Betrachtet sie alle als ausgelöscht. Nichts weniger als das wird ausreichen. Meine Kontakte auf Balmorra und Nar Shaddaa werden wissen, was zu tun ist. Deine Aufgaben sind von höchster Bedeutung, mein Schüler. Sei grausam. Sei zornig. Sei tödlich. So, jetzt hab ich hier was stehen. Nar Shaddaa oder Balmorra? Ja, ich auch. Aber ich mach wahrscheinlich wirklich erstmal das mit den, was du auch meintest, mit dem Raumkampf. Genau. Ja. Ach, und so ungewöhnlich ist das nicht, dass man auf dem Raumschiff, also für mich ist das nichts Ungewöhnliches, dass man auf dem Raumschiff rumlaufen kann. Weil ich ja Star Wars KOTOR 1 und 2 gespielt habe und da war es das Gleiche. Da konntest du auch auf dem Raumschiff umherrennen. War zwar ein bisschen kleiner als das hier, aber trotzdem impulsant. Und zum Aussehen von dem hier, was soll ich sagen, sieht aus wie ein zu groß geratener T-Fighter, der die Flügel eingeklappt hat. Ja, trotzdem finde ich den geil. Ja, den Spind brauche ich nicht. Ich habe keine Kartellmünzen. Mal schauen, ob ich hier auseinandergenommen werde. So, ich muss erstmal wieder zum Dings kommen hier. Pilotensitz. Saphir Sturmangriff, Balmorra, Nar Shaddaa, Kartell, Jibeam Eskorte ist dort, Kartell, Horchpost, Netz, Peroneinsatz an der Flottenaktion, Sturmangriff. Ne, wir machen erstmal das da, würde ich sagen. Ja, komm, Stufe 20, jetzt reisen. Ich bin, keine Ahnung, welches Level mittlerweile. Ich glaube 27 oder so. Oh. Schnelle Feinde im Anflug. Oh. Wo sind die Feinde? Hallo Feinde, wo seid ihr? Ach, da, hinter mir! Noch einer erledigt. Sehr schön. Boah, die Arschgeigen! Verpisst euch!
gehört zu mir, das darf ich nicht abschießen. Ehrlich gesagt ist das gar nicht so leicht, wie es aussieht. Was? Ich habe schon zwei Dings und 9 von den anderen. Endlich ist die Aufregung vorbei. 10. 11. 12. Ist doch einfach. Leute, ich bin zerstört worden? Aber ich habe die 50 Dinger da gemacht. Mission erneut versuchen. Es ist wirklich nicht so einfach. Man braucht aber gute Panzerung für sein Schiff. Oh, ich hänge ja auch nicht gerade mit den höchsten HP herum. Das heißt, ich werde wohl doch nochmal Dingsbums fliegen. Nach Drum und Kars, um mir Aufrüstung zu kaufen. Für das Schiff. Egal, wir versuchen jetzt eine andere Mission davon. Da. Ich bin zerstört. Hervorragender Schuss. Ich wusste nicht, dass wir auf welche fliegen sind. Kann ich irgendwo mal schießen, weil ich schon auf, ja? Warte mal ganz kurz, ich bin gerade selber am Kämpfen.
hervorragender Schuss. Wir sollten die Schilde hochfahren. Ja, Schilde hochfahren, du Witzbold. Greife den Feind an. Sind wir schon tot? Dreh dich schneller. Oh, ich hab keine Raketen mehr. Nicht gut. Wirklich beeindruckend. Nicht gut, nicht gut. Sieht das eigentlich, dass man motiviert wird oder aktiv werden kann? Warte mal ganz kurz. Das hat nur ein halbes Leben, das Schildgeneratoren 0 von 2. Shit, da habe ich gerade selber was einkassiert. Fast down, ey, scheiße. Achte noch. Konzentriert euch. Scheiße! Wenn mir noch 6 gefehlt, dann hätte ich die Mission gehabt. Raumkampf verlassen. Erste Mal. Scheiße. So, was hattest du gesagt? Weißt du, wo und ob man und wie man das Schiff aufrüsten kann? Nee. Das weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass man sich erstmal Teile kaufen kann. Und das werde ich jetzt machen. Da werde ich schon mal extra nach Narshada dazu fliegen. Narshada sag ich schon. Hier.
Leck mich am Arsch. Mann, wie heißt das denn? Drum und Gas. Ich muss nur gucken. Warte mal, komme ich überhaupt noch mal zu Drum und Gas? Ja klar, du hast jetzt die freie Zielmöglichkeit, wo du hinfliegen willst. Ja? Dann zeig mir das mal auf der Sternkarte, wo da Drum und Kars steht. Da. Erstens das, und sonst hättest du ja zur imperialen Flotte einfach fliegen können. Und von dort aus dann nach Drum und Kars. Das heißt, warte mal, aktueller Aufenthaltsort. Ich bin auf Drum und Kars. Ja, du bist im Orbit von Drum und Kars, ja. Ich kann nicht mal nach Drum und Kars reisen. Dann gehe ich jetzt einfach zum Ausgang. Irgendwo war der doch. Hier nicht. Da auch nicht. Wo war doch? Warte mal, da. Hä? Doch, hier ist er. Schiff verlassen. Wenn ich jetzt im Weltall bin, weißt du Bescheid. Glück. Ne, Drum und Kars. Der landet dort gerade. Also das ist echt schon stressig, so ein Schiffskampf. So. Oh, Raumschiffhändler gedöns. In die Richtung. Alles klar, meine Fett hat gerade rumgebackt. Der Händler war hier draußen, wo es rausgeht. Oh. Oh, der hat den Speeder von General Grievous. Boah, den will ich auch. Güter. Hä, wo war der denn? Sind keine Gegenstände verfügbar? Hä, der war... Kann ich mich verarschen? Das war doch hier... Rüstung und Waffenhändler? Raumschiffausrüstung. Womit kann ich dienen? Energieschild, Raketenmagazin ersten Grades, Schiffspanzerung ersten Grades, Schiffspanzerung dritten Grades gekauft. Schildgeneratoren, Strahlengenerator dritten Grades, Strahlenlader, keine Ahnung, was das alles sein soll. Dieser Gegenstand, auf und deine Schiffswiderstandskraft beträgt 2500. Energieschild. Auf Ausrüsten. Die Schilde des Schiffs absorbieren 150 Schaden. Raketen. Jetzt Ausrüstung. Die Schiffsraketenbank fasst jetzt 40 Raketen. Das ist gut. Ich verklick mich nämlich gerne mal. Ausrüsten. Die Schiffswiderstandskraft beträgt 2000. Nee, da habe ich das. Hey, woher kriegst du das Ganze immer? Ich kaufe mir das gerade. Ausrüsten. Die Schilde des Schiffs regenerieren 5 Widerstandskraft pro Sekunde. Kaufen. Strahlengenerator 3. Schiffsblaster feuern 7 Schüsse pro Sekunde. Kaufen. Sag mal, wie viele Slots hat denn das Schiff unten? 4 oder 5? 4.
Schiffsblaster teilen 60 Schaden pro Salve aus. Und gekauft, ich habe meine vier Dinger. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Oh, Schildgenerator. Oh, und so. Ich rüste jetzt mein Raumschiff auf, Dark, und dann tun wir uns mal einen Weltraumkampf geben. Du gegen mich. Offenbar hast du diesen Artikel. Ach so. Ich sag dazu nichts, Alter. Apropos, ich habe ja jetzt das Vermächtnis Stufe 1 schon freigeschalten. Ich müsste das endlich mal machen und gucken, was man da so machen kann. Ah, da komm, das überspringen wir jetzt mal hier, die Sequenz. Die ist langweilig.